Willkommen zurück zu Legend of Grimrock. Ich bin Mr. Cutter für Let's Play in das Kaninchen und wir haben einiges in dieser Folge zu tun, denn zum einen möchte ich jetzt einmal damit beginnen, mein Inventar ein wenig mehr auszuräumen. Da hinten kommt schon wieder ein Slime, mit dem möchte ich mich gerade nicht anlegen. Und zwar muss ich mal gucken, das hier scheint eigentlich ein ganz schöner Raum zu sein. Hier werde ich jetzt einfach mal, sofern mich keiner von links oder rechts angreift, weil hier sind ja auch Slimes. Hier liegt auch ein Wurfball, das nehmen wir gleich mal mit. Packen wir nämlich auch noch hier mit hin. So. Denn wir haben ja einiges an Schriftrollen, die ich alle nicht mehr brauche. So. Und diese ganzen Zauber habe ich mir halt abgeschrieben. Die liegen jetzt vor mir auf dem Zettel. Und dann kann ich die hier ablegen. Und dann habe ich dort halt das Problem nicht mehr. Die nehme ich mal noch mit, weil ich nicht weiß, ob ich die nicht doch noch irgendwann mal brauche. Und das hier sind ja einfach nur irgendwelche Erklärtexte und ja. So. Die brauche ja, oder ach ja, dieses halt, ne? Ah ja, die wollte ich eigentlich aufheben. Die möchte ich aufheben. Das sind nämlich Rezepte. Genauso wie die. Das sind auch Rezepte. Dann kommen die hier mit rein. Das müssen wir auch nochmal ausprobieren. Aber das zum Beispiel, das kann definitiv weg. So. Dann, was haben wir hier noch? Dorf Iron kann auch weg. Westmost kann auch weg. Das ist alles unnützes Zeugs. So. Aber auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Ist immer noch so ein bisschen gruselig, wenn hier irgendwelche Wesen sich hin und her bewegen. Ja, die Sachen möchte ich aufheben. Zum einen wiegen die kaum was, zum anderen weiß ich nicht genau, ob wir die nicht doch nochmal brauchen irgendwann. So, dann möchte ich Kramov gerne mal ein paar Wurfmesser geben, für den Fall, dass er... Wir haben ja das Problem, dass er, wenn er mana-technisch alle ist, nichts mehr tun kann. Zum Thema mana-technisch alle und nichts mehr tun können, würde ich jetzt dieses Teil gerne Kramov geben, da er halt wirklich mehr Mana verbraucht, habe ich persönlich das Gefühl. Und dann haben wir hier auch noch dieses. Das würde ich gerne ihm geben, weil, also mir geben, weil ich schon so viel sehr schnell angreifen kann, aber wenig Schaden mache. Jetzt kann ich ja schneller angreifen. Flonissa hat das Serpent Bracer bekommen, weil er Resistance Poison hat. Er jetzt 55, also vorher hätte er 5. Kramov hatte 22, oder beziehungsweise hat vorher 22. Dementsprechend braucht er das eher als Kramov. Das wäre das. Haben wir noch irgendwas? Ne, gut. Dann hätten wir nämlich das. Und jetzt möchte ich nämlich auf dieser Ebene mehrere Sachen tun, die ich beim letzten Mal... Eine Sache habe ich beim letzten Mal so extrem übersehen. Abgesehen von den ganzen Löchern, die hier unten sind, hatte ich ja die Überlegung so, oh, wie komme ich bei dem Labyrinth der Schatten denn bloß an das eine Secret ran, wo dort die... Ach, ich habe vergessen zu schreiben hier. Schriftrollen. So. Dass ich das weiß für den Fall, dass ich die doch nochmal irgendwann brauche, weiß ich, wo sie sind. Das war dort hinten an dem Teleporter, hatten wir ja dieses eine kleine Secret gefunden. Was war hier eigentlich drinne? Was habe ich hier liegen lassen? Eine leere Kiste. Na, das ist ja angenehm. Aber diese Bomben dort halt nicht gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Schalter hier ist, den ich so extrem übersehen habe. Ja, natürlich. Den habe ich nämlich... Ich habe ihn angeschaut. Aber naja, so. Gut. So viel dazu. Und wenn wir jetzt das haben... Ah, na toll. Dann können wir jetzt entsprechend den nächsten Teil angehen, den ich mir vorgenommen hatte. Und zwar, das hatte ich am Ende der letzten Folge gesagt, die ganzen Löcher, die hier so sind wie dieses... Da müssen wir natürlich noch erkunden, was es hier so zu finden gibt. Okay, hier geht's auch runter.
Da lag auf jeden Fall schon mal etwas. Hier haben wir auch gerade gesehen, sehr... Ich mach das mal ganz kurz so. Ich hatte nämlich mit Bartok gequatscht darüber. Wir hatten einmal ja einen Angriff durch eines der Bodengitter von einem Tentakelmon. Und... Bracelet oder Tyrion, okay. Woher das kommt, denn ich dachte ja, dass unter einer Ebene direkt die nächste ist, aber man sieht hier sehr schön, dass dort wirklich ein großer Bereich ist, der zwischen Decke oder zwischen Boden ist. Da kann natürlich so ein Tentakelwesen schon gut leben. Also Bartok, du hattest recht. So, was haben wir denn jetzt gefunden? Bracelet of Tyrion, Protection plus 1, faster cooldown for all actions. This is a bracelet that is only awarded to the few who can pass the initiation reads, was auch immer, of the Cult of Tyrion. Das ist doch was für Don Bakker eigentlich, weil der greift so selten an mit seinem Hammer hier mit 20, Speed 8 nur, wenn man das vergleicht dann mit dem hier mit Speed 20. Da kriegst du das hier. Und einer hat ja noch keinen. Du hast ja noch keine. Kriegst du das einfach? Dann verbrauchst du zwar ein bisschen mehr Essen. Aber das ist nicht so schlimm. Dann kannst du nämlich auch ein bisschen mehr tragen. So. Genau. Dann hast du nämlich jetzt noch einen erhöhten Speed. Was ganz schön ist. Okay, damit hätte ich das und ich glaube auch der war das da hinten, den ich angeschaut hatte. An den komme ich nicht ran. Der ist zu. Aber hier kann ich noch runterfallen. Ah ja. Okay. Ah ja, das sind diese beiden. Gut, dann hätten wir diese auch abgearbeitet. Und das Secret, was dazu gehört, auch gefunden. Schön. Es geht doch sehr gut voran. Wie sieht ihr mana-technisch aus? Ja, ihr habt ein bisschen Schaden bekommen. Fangt euch mal so. Denn dort... Wir hören das ja schon die ganze Zeit. Sind ja auch diese Feuerwesen. Und mit denen muss ich mich noch irgendwie mal anlegen. Aber bevor ich mich mit den Feuerwesen anlege, die scheinbar hinter dieser Tür lauern, werde ich erstmal noch nach dort oben schauen. Hier waren ja auch noch zum einen Löcher und zum anderen dieser Teleporter. Ich werde erst einmal die Löcher erkunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die alle die gleichen sind. Wow! Das ist ein Giftpfeil. Okay, das ist ein... Ach du Schande. Nein. Puh. Puh. Was haben wir da jetzt gerade gefunden? Alter. Heavy Armor. Und das war mit Giftschild. Guckt euch das an, wie viel Schaden wir mit Giftschild gefressen haben. Alter Finn. Was haben wir? Boots of Valor. Heavy Armor, Protection plus 15, Evasion 10, ja, das haben wir nicht. These boots, fashioned of almost impenetrable metal, are lighter to wear than the fine steel. Da hinten waren Spinnen, ich hatte sie gesehen. Und dafür können wir gerne die Ring Boots austauschen. Wenn ihr jetzt mal schaut, die haben nur 6 und wiegen fast genauso viel. Und jetzt gucken wir mal, kann die irgendwer tragen? Ich meine, wie viel musst du... Das musst du nur weggeben. Hat nicht irgendwer Hunger? Du hast doch Hunger. Guck mal. Iss doch mal einen Happen. So. Apropos Essen. Wir müssen jetzt definitiv erstmal schlafen, weil ich möchte mich nicht mit den Spinnen dort hinten anlegen, wenn wir alle so aussehen. Ich habe irgendwie 2 Spinnen spontan gesehen. Sehr schön. Hatten wir nicht irgendwas von Valor schon? Wir haben hier... Die sollte ich auch irgendwo an einem Punkt platzieren. Und ich verstehe natürlich den Gedanken dort hinter, dass ich das an einen bestimmten Punkt hinstelle, um dann später darauf zurückzukommen. Allerdings ist mir das etwas zu... Warte mal, ob das zusammengehört? Shield of Valor und... Na, diese Schuhe? Bestimmt, da gibt's bestimmt... Pass auf, wir probieren das mal ganz kurz, ob vielleicht das schon das komplette Set ist. Nee. Aber ich möchte, dass du das weiterhin trägst. So. Ich verstehe das natürlich, aber ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass ich sie plötzlich vergesse.
Gerade weil mir vielleicht nur noch ein Teil fehlt. Oh Gott. Da hinten warten sie schon. Seht ihr das? Da hinten im Dunkeln? Machen wir gleich mal hier ein bisschen Fernkampf an. Das wird doch bestimmt öffnen. Na genau, wusste ich doch. So, das wäre Nummer 1. Kommt da auch was? Nein, doch, aber da ist genau reingelaufen. Sehr schön. Oh, Mr. Krabs. Was machen Sie denn hier? Noch wer? Noch Mr. Krabs. Alter, jetzt aber mal genug hier. Und jetzt seht ihr, jetzt wird halt schon langsam hier das Mana bei den unteren beiden echt alle. Alter Finne. Und das direkt danach, nachdem wir hier diese Giftsache hatten. Ernsthaft, Leute? Oh, zum Glück bin ich so vorsichtig. Stellt euch mal vor, ich hätte gesagt so, ja, passt, wir haben noch ein bisschen Lebensenergie. Okay, was passiert, wenn ich jetzt... Ich gehe erstmal auf den hier drauf. Das ist noch nicht... Ich muss da jetzt nochmal durchrennen. Hast du ein Problem, Junge? Oh Gott. Also, dann schlafen wir nochmal, um das Mana zu haben, damit ich mir wieder ein Giftschild geben kann. Und für den Fall, dass dort hinten noch ein Kampf lauert. Wer weiß, ich muss es nicht riskieren. Das dürfen wir erstmal reichen. Giftschild und go! Naja, war klar. Alter, ist genug! Weil ich mich einfällt, das ist... Ich habe... Ihr seht das ja nicht. Ihr seht ja meine Tastatur nicht. Aber ich habe dorthin gedrückt, wo der Weg gewesen wäre. Das Problem ist, ich würde jetzt gerne noch auf die andere Seite gucken, ob dort auch sowas hier ist, weil hier ist nichts. Aber das heißt nicht, dass auf der anderen Seite nichts ist. Und wenn ich dort aber hingehe, werde ich sicherlich rausgehen. Deswegen werde ich jetzt noch einmal schlafen, ganz kurz. Damit Kramov wieder ein bisschen besser Lebenspunkte technisch dabei ist. Das Poison Shield bringt auch nicht so viel, ne? Ah ja, was zu essen. Du bist überladen. Du bist überladen. Ach, weil du noch die Ringboots hast. Ja, die nehme ich, falls sie jetzt wieder fragen, zurecht, warum ich die mitnehme. Ich würde die gerne oben hinlegen. Dass ich dort einfacher wieder rankomme, als dass ich das hier mache. Aber sonst ist hier nichts. Bei dem Essen wurde mir auch gesagt, vielen Dank auch für diesen Tipp, dass es nicht nur so ist, dass das Essen unterschiedlich viel wiegt, nein, es bringt auch unterschiedlich viel. Das macht natürlich sehr viel Sinn, das ist klar, schwereres Essen ist mehr. So, dann schreibe ich dazu gleich nochmal. So. Also das macht natürlich völlig Sinn und dementsprechend kann man natürlich auch immer gucken, lohnt es sich jetzt eher was Leichtes zu essen oder haue ich mir wirklich gleich einen ganzen Batzen in den Kopf. Okay. Hier ist eine Tür. Möchte ich da schon hin oder will ich mir erstmal den Rest anschauen? Ich glaube, ich gucke mir erstmal den Rest an. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Da kommen komische Geräusche her. Hört ihr das? Was haben wir jetzt noch bekommen hier? Ah ja, was für dich. Das klingt wie ein... Dieses Schlagen klingt wie, als wäre das eine... Guillotine oder sowas. Ich werde übrigens das Rezept erraten, oder versuchen zu erraten, offscreen machen, damit ich nicht unendlich viele Ressourcen verpulvere. Jetzt muss ich hier wohl mal auch runterfallen. Ah!
Moment, waren wir hier noch nicht. Okay. Keine Gegner, bisher jedenfalls. Junge, du hast ein Problem. Oh Gott, ich habe ein Problem. Nein, 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 nein. Alter, schon wieder ein Oger. Leute, jetzt bleibt doch mal ganz hier schmeidig. Ist das ein anderer? Ne, ist genau der gleiche. Alter Finne. Was haben wir hier denn? Heavy Shield. Ist das gleiche, was du hast, ne? Evasion plus 10. Kann ich dementsprechend auch hier liegen lassen. So, ich bringe das noch hier mit rüber. So. Nee. Heavy Shield plus Ogerhammer. So. Alter Finne. Kommst hier runter, weißt du, ahnst nichts Böses, denkst, bist hier relativ sicher. Oh, kommt hier ein Oger auf dich. Wovon leben die eigentlich? Ich meine, klar, der normalerweise zermalmt der vermutlich seine Opfer, wären wir nicht so unglaublich gute Recken und Kämpfer und Magier und Schurken und was wir noch alles so sind. Aber, ich glaube nicht, dass hier so viele Leute reingeworfen werden. Oder ist das eine übliche Aktion, dass man hier hingeht und sagt so, ja, hier, komm, du hast Steuer hinterzogen. Oder du hast hier ein Bonbon geklaut, ab in Grimrock. Wenn du wieder rauskommst, darfst du weiterleben. Ich habe das so verstanden, dass das nur für die, wo laufe ich eigentlich gerade lang, so, nur für die richtig schlimmen Finger ist. Wobei wir auch nicht wissen, was wir getan haben, zum Beispiel. Hier, diese Bodengitter. Diese. Da sieht man das auch schön, dass da unten echt noch Platz ist. Oh Gott. Oh, darauf habe ich auch wieder Lust. Okay, hier geht es hoch. Wo genau kommst du jetzt her? Wo kommst du jetzt her? Hallo? Du kannst ja nicht einfach als Spinne auftauchen und hier denken, so, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das passiert. Das kannst du nicht bringen. Mount Grimrock. So, wir gehen jetzt hoch. Genug von dem Kram hier unten. Das wollte ich gar nicht. Aber das ist ganz gut. Ich werde hier nochmal schlafen. Vielleicht nicht gerade genau hier. So. Denn dort habe ich gerade die Guillotine gehört. So. Sehr beliebte Tötungsmasche oder sehr beliebte Strafe in Frankreich im 19., 18. und 19. Jahrhundert im Übrigen. Die Guillotine. Okay, nichts. Nichts mit Guillotine. Okay, sieht nach Spaß aus. Spaß, den ich nicht haben möchte, gerade jedenfalls. Wo sind wir jetzt? Okay. Ordnung. Zwei Hebel. 3, 4, 5. Ernsthaft? Noch ein paar mehr Hebel, bitte. Okay. Das heißt, wir haben hier einiges an Hebeln. Schon wieder so ein komischer Raum, der garantiert ein Secret ist. Mein Problem ist, auch ein bisschen, kann ich ja gleich mal. Hey, Slime, du kannst dich einfach abhauen. So ein bisschen habe.
dass ich sowohl nach vorne gucken möchte, um zu sehen, ob da ein Gegner kommt, aber auch nach links und rechts, um zu sehen, ob ich irgendwelche Schalter übersehe. So, jetzt sind wir hier. Und der einzige Weg weiter führte hier rein. Da kam ich... Was war das denn jetzt? Okay, dann bin ich hier runtergefallen und bin unten gelandet. Gut. Wie es weitergeht, wo es uns hin verschlägt, wenn wir erneut durch das Portal gehen, das, meine Freunde, werden wir in der nächsten Folge sehen von Legend of Grimrock. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank für eure Tipps, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen. Tschüss.